Hallo, ja, hier ist Pleck von Berlin. Ich bin Nick Hallo. und das ist. Wer bist Moin du? Nick. Hallo Nick. Wer bist du? Hallo, Michael. Ja, Michael und Mike, ja, Mike. da. Hi. Nick, Michael und Mike. Ja, wir haben hier eine kleine Präsentation vorbereitet für euch. Das sind also eine Sammlung von Videos von verschiedenen Kunden, hauptsächlich in Deutschland, und eins kommt aus Paris. Und ja, das erste Video ist von Bigfoot. Vielleicht, Mike, kannst du was dazu sagen zu diesem Video? Bigfoot, naja, also das sind die Jungs haben ein bisschen, also finde ich ja sehr interessant, die haben auch ein bisschen was zu ihrem Geschäft gesagt, also dass die auch, wie sie auch ihre Pleckmaschine einsetzen. Also ja, lass mal laufen und dann können wir vielleicht mal was dazu sagen. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Felix und Tobias von Bigfoot Guitars und wir grüßen die Guitar Summit, auch wenn die dieses Jahr leider nur virtuell stattfindet. Aber so gibt sie uns natürlich auch die Möglichkeit, uns mal vorzustellen und zu zeigen, was wir hier machen. Vor allem auch mit der Pleckmaschine. Wir sitzen hier in Paderborn in der Nähe von oder zwischen Dortmund und Kassel, kann man grob sagen, in Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutschland. Und wir handeln ausschließlich mit gebrauchten Instrumenten. Custom Shop Instrumente, ein paar Vintage Instrumente, Bässe haben wir natürlich im Angebot, genauso wie Akustikgitarren. Und was die alle eint, ist die Tatsache, dass wir jedes Instrument, was wir bekommen, egal wie teuer es ist, mit der Maschine analysieren und gegebenenfalls optimieren. Und unseres Wissens nach sind wir die einzigen weltweit, die das genauso machen. Ja, die Maschine ist bei uns seit gut 3 Jahren im Einsatz. Wir haben fast 2700 Vorgänge damit bearbeitet. Das sind gewaltige Stückzahlen. Das heißt, wir haben eine entsprechende Erfahrung in der Anwendung dieses Systems auch. Und wir sind unheimlich dankbar für die Analysetiefe, die die PlexStation uns gibt, weil wir auf das einzelne Instrument abgestimmt genau analysieren können, was die richtige Maßnahme zur Verbesserung der Spielbarkeit oder der Tonentfaltung auch letzten Endes ist. Der erste Schritt ist ja immer ein Scan von dem Instrument mit einem mechanischen Sensor. Und wir bekommen dann nach diesem Scan ein Bild, was den Verlauf der Bünde und des Griffbrettes unter jeder Seite visualisiert. Und das ist der Ausgangspunkt für die Einstellung der Halskrümmung. Danach entscheiden wir, ob das Abrichten der Bünde von Vorteil ist. Dann wird die Brücke bzw. die Tremolo-Einheit eingestellt und wir gucken, ob Verbesserungen am Sattel möglich sind. Und das alles mit dem Ziel, Spielbarkeit, Tonentfaltung für das gesamte Instrument besser zu machen. Das heißt, Kunden, die bei uns ein Instrument kaufen, können sicher sein, dass sie nicht einfach platt gepleckt oder stumpf abgerichtet sind, sondern sie sind optimiert vor dem Hintergrund des Charakters und der Musik, die man mit diesem Instrument dann vermeintlich machen kann. Und wir sind voll davon überzeugt, dass insbesondere dieses Verfahren uns diese Möglichkeiten gibt. Und das, was wir bei diesen vielen Stückzahlen im Handel gelernt haben, bieten wir auch als Werkstattleistung an. Und zwar ist es auf zwei Arten möglich. Kunden können uns Instrumente schicken. Wir besprechen dann nach dem Scan telefonisch, wie wir das Instrument optimieren können oder per Mail. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln, dass Kunden hier zu uns kommen und wir gestalten diesen Optimierungsprozess dann quasi interaktiv. Das wird sehr gut angenommen und viele positive Feedbacks zeigen uns, dass wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg sind. Und insofern, ja, sind wir froh, dass es Pleck gibt. Genau. Und euch als Kunden natürlich. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns hier mal oder wir treten mal in Kontakt, wenn ihr eine Gitarre herschickt und dann wie neu wieder zurückbehaltet. Bis dahin, hoffentlich nächstes Jahr ohne Maske in Berlin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Schön, sehr schön, sehr schön.
Ah, Nick, wir hören dich nicht. Ja, ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet. Ich habe gerade gesagt, die Webpage von Bigfoot sollte man sich mal angucken. Das sind wirklich tolle Gitarren, die dort verkauft werden. Und also nur zum Angucken ist es auch sehr interessant. Warst du eigentlich da? Hast du das Setup dort gemacht oder war das Nee, Gerd? das war Gerd. Das war Gerd Ah. damals, ja. Oh ja, das ist schon 3 Jahre her. Ja. Okay, Na gut. next up ist Pleckhaus. Ja, Michael, Ja, Pleckhaus. coolo. Ja, Mensch, mit dem Jörg. Oh, wie lange kennen wir den jetzt schon? Seit Anfang der 2000er Jahre. Das ist wirklich eine der längsten Der ist so ein Urgestein, Kooperationen. ne? Ja. Also. Ah, ja, genau. Ja. Ja, ich meine, ich denke, der ist so einer derjenigen, die die Pleckmaschine mit am längsten auch schon bedienen. Dann lass mal gucken, was hat er denn zu sagen, der Jörg? Jörg Kulo, Also Gitarrenbaumeister, heute kenne mal ein ich. bisschen mit dem Thema Pleckmaschine in Verbindung mit Griffbrett abrichten und Neubundierung vornehmen. Wir haben uns in diesem Fall eine Fender Telecaster E-Gitarre genommen. Die Gitarre soll neue Bünde bekommen aus Neusilber. Und ich habe das Ding jetzt schon so mal, soweit mal vorbereitet. Also die alten Bünde sind rausgenommen. Und der Spieler möchte gerne eine Pleck-Seitenlage Low haben am Ende mit Neusilberbünden 2,3 mm Stärke. Und was wir jetzt hier mal zeigen werden, ist, wie wir im Vorfeld, bevor die neuen Bünde reinkommen, auch das Griffbrett bereits mit der Pleckmaschine abrichten können. Und zwar ganz genau, also nach derselben Grafik und nach denselben Messvorgängen, als würden wir Bünde abrichten. Und das Resultat ist dann auch ganz genau. Also wieder, wie beim Bündeabrichten auch, wird die Einstellung vorgenommen, indem wir die Saiten aufspannen auf das Instrument. Die Saitenlage wird eingegeben in die Datei. Denn für eine flache Saitenlage ist idealerweise der Hals insgesamt etwas gerader als für eine höhere Saitenlage aus verschiedenen Gründen. Wir füttern die Maschine, also die Datei für diese Gitarre mit all diesen Angaben, die uns der Kunde gemacht hat. Entsprechend scannen wir dann das Griffbrett und machen unsere Einstellung so, als wie ich schon sagte, als würden wir Bünde abrichten. Wir können in dem Fall bereits Dinge wie die richtige Halskrümmung, den Fallaway und vor allen Dingen den Compound-Radius bei Fender-Gitarren sehr, sehr wichtig, wenn man mit einer einigermaßen vernünftigen Saitenlage oder einer richtig geilen Saitenlage das Instrument zurückbekommen möchte und dabei Bandings besonders im Diskantbereich machen möchte. Die Saiten also hochziehen, ohne den altbekannten und gefürchteten Fret-Out, das Absterben des Tones beim Saitenziehen. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir die Gitarre ohne Bünde unter Saitenspannung, gestimmt auf Pitch, also ganz normale Quadstimmung auf E, in die Maschine spannen, einen Scan machen, unter Umständen den Stellstab noch ein bisschen anziehen oder lösen, je nachdem, sodass wir schon mal den Hals insgesamt so gut ausgerichtet haben, wie es das Instrument jetzt so hergibt, sodass wir am Ende so wenig Abtrag vom Holz vornehmen müssen wie möglich. Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist grundsätzlich immer unser Ziel bei der ganzen Geschichte und trotzdem ein 110-prozentiges Resultat zu erlangen am Ende. Dann nehmen wir uns jetzt die Gitarre und gehen rüber zu unserer Pleckmaschine. So, die Gitarre ist geladen in der Maschine mit ihrer Datei. Wir wollen jetzt das Griffbrett scannen. Wie schon vorher gesagt, den Hals unter Umständen nachjustieren. Ich habe das in diesem Fall bereits getan und mache jetzt unseren Scan fürs Abrichten des Griffbrettes. Thank you.
Das war schön. Mike, hast du die Musik ausgesucht? Ja. Die war, genau. War ja fast im Rhythmus mit dem Sensor da. Genau, so. Ja, ja, sehr schön. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist ja die P101, die Maschine, die jetzt gerade gearbeitet hat. Ich glaube, das ist die Maschine, die am meisten gepleckt hat. Das kann gut sein. In der Geschichte von Pleck. Ja, es ist ja sozusagen die erste Maschine der Pleck Pro Serie. Davor hatten wir ja nur die Pleck Basic. Und die Pleck Station kam ja erst danach. Ja. Wobei diese Pleck Pro ja nicht als Produktionsmaschine jetzt läuft bei uns, sondern die läuft ja quasi im Service-Mode. Ja. Aber wir können die auch eben mit wenigen Handgriffen umbauen, wenn wir diese Produktion testen müssen für neue Kunden. Aber dazu können wir auch später vielleicht nochmal was erzählen. Jetzt geht es ja eigentlich mehr um Repair-Shops und Endkunden. Genau, und das nächste Video kommt aus Norddeutschland. Musikkiste. Moin, moin, Martin. Moin, herzlich willkommen in Martins Musikkiste. Ich bin Martin Hensel und das ist unsere tolle Pleckmaschine, die seit Februar 2019 hier in Kaltenkirchen steht und wirklich die nördlichste Pleckmaschine in Deutschland ist. Anja und ich waren ganz begeistert schon immer, hatten die Pleckmaschinen auf den Musikmessen gesehen und vor gut 11 Jahren, 12 Jahren auch bei Martin in den USA kennengelernt. Und seitdem spukt es immer im Kopf, dass wir sowas brauchen. Also, wenn ihr hier im Norden unterwegs seid und unglücklich seid, weil eure Gitarre oder Banjo oder Mandoline inzwischen Kerben hat in den Bünden, können wir das hier perfekt wieder ausmerzen und abfräsen. Das Tolle an der Pleckmaschine, habt ihr sicherlich auch in den ganzen anderen Videos schon gesehen, ist, dass die Maschine wirklich unter Seitenspannung das Instrument vermisst. Das heißt, die Abrichtung ist nachher wirklich so optimiert, wie euer Instrument mit eurer Seitenlage, mit euren gewünschten Saiten, dann eben auch die Halskrümmung sich einstellt durch den entsprechenden Seitenzug. Das Besondere bei uns ist, dass wir eben auch einen Custom-Fräser haben, der nur ein Profil hat und so schmales Fräsrad hat, mit dem man eben auch in die hohen Bünde von Mandolinen oder Banjos kommt. Zusätzlich haben wir eben halt auch die Kompetenz, überhaupt Banjos und Mandolinen und ähnliches Stimmen beraten und eben halt auch bearbeiten zu können. Wir haben auch schon fünfseitige Banjos von flachem Griffbrett auf Reels, Fretboard umgefräst mit der Maschine. Dann muss man natürlich neu bundieren. Mit manchen Einlagen wird das sicherlich auch nicht machbar sein. Aber so kann man viele tolle Sachen hier im Norden bei uns haben. Benno Seel ist in der Regel 1 bis 2 Mal die Woche hier und macht dann zum Beispiel die Neubundierung. Aber eben halt auch Sättel aus Knochen, rechts auf Linkshänder umbauten und all solche schönen Sachen kann man hier machen. Wir freuen uns. Bis dann. Ja, Martins Musikkiste. Ja, Martin, super sympathisch. Also mir als Norddeutschen sind die Norddeutschen ja auch mal besonders sympathisch. Und der macht ja nicht nur... Gute, ich mag ja diese Pleck drin, ne? Ich bin echt ein Fan von diesen Mondstein-Pleck drin. So viel zum Thema Pleck. Ja, so, was haben wir da als nächstes? Naja, das, was ich auch in dem Video auch toll fand, war dieses, der meinte, flache Griffbretter auf Radius umarbeiten, ne, mit der Pleckmaschine. Das fand ich ja sehr, sehr interessant. Also, dass er, das auf eine Mandoline, dass dann das auch geht. Also, ja, ja. Mandolin, das ist bei Martins Musikkiste eine Spezialität. Das, die haben wirklich ganz tolle Mandolinen. Weber Mandolin und auch von Eastman, ein ganzes Sortiment, sollte man sich mal angucken. Ich bekomme ja immer die Newsletter von Martin Musikkiste und das sind wirklich hochwertige Mandolinen dabei immer. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Pleckhaus, ne? Also
War das nicht so, Nick? Das ist jetzt Nummer Ja, 2, Trackhaus. der steigt so ein bisschen ein, glaube ich, jetzt in die Erklärung der Bearbeitung. Genau. So, jetzt haben wir hier unser Scan-Resultat. Jetzt können wir uns hier anhand entlang einer jeden Seite, von der hohen E-Seite bis zur tiefen E-Seite, können wir uns anschauen, wie unser Griffbrett aussieht. Hier vorne ist der erste Bund, hier hinten ist das letzte Bund, hier ist die Oktave. Und das können wir jetzt uns nochmal vergrößern. Wie gesagt, entlang einer jeden Seite anschauen. Die Halsausrichtung ist gut so. Ich möchte den Stellstab in diesem Fall nicht fester anziehen, damit wir auch noch ein bisschen Spiel nach oben haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier für Werte zum Beispiel beim Compound-Radius haben. Wir haben hier also einen Wert, einen Radius, wenn man die Querwölbung des Instrumentes nimmt und das jetzt zu einem Kreis durchziehen würde, hätten wir einen Radius von 216 mm. Am 12. Bund gemessen 211 mm, sogar weniger, fortlaufend auf 214, dann am zum letzten Bund hin. Das bedeutet, sowas nenne ich einen negativen Compound. Das heißt, die Wölbung nach oben hin wird sogar stärker, als sie vorne ist. Das bedeutet, dass unsere Gitarre immer klirren wird bei einer halbwegs spielbaren Seitenlage, sobald wir Bendings machen, sobald wir die Saite, die hohe E-Saite, auch die H-Saite bergauf sozusagen ziehen bis zum Scheitelpunkt zwischen der G- und der D-Saite. Das kriegen wir weg, indem wir den sogenannten Compound-Radius einbauen, also den zusammengesetzten Radius. Wir haben also nicht einen Radius X über das gesamte Griffbrett, sondern dieser Radius, die Wölbung, der Bundstäbchen wird leicht flacher werden. Bundstäbchen für Bundstäbchen gleichmäßig bis zum letzten. Wir wollen einen Compound erreichen, sodass die Geschichte funktioniert. Das heißt, bei einer Wölbung dieser Art, wie auf dieser Gitarre, nehme ich sehr gerne einen Compound gemessen vom 1. bis zum 12. Bund von 60 mm. Ich habe jetzt bisher die ganze Geschichte so eingestellt, dass wir vorne am 1. Bund 200 mm haben, gehen zum 12. Bund auf 260 und sind dann am letzten, am 21. Bund bei 288 mm. Jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir weiterarbeiten können. Ich klicke jetzt die Funktion Continue an. Öffne die Maschine und nehme zunächst mal die Gitarre raus und wieder an die Werkbank. Okay. So, für die weitere Bearbeitung müssen wir jetzt natürlich die Saiten runternehmen. Tatsächlich brauchen wir sie gar nicht ganz abmachen. Aber die müssen natürlich aus dem Arbeitsbereich raus. Dass sie auf keinen Fall während der Bearbeitung in die Arbeitsbahn unseres Fräsers gelangen. So, und jetzt kann es wieder reingehen. Thank you.
Weiteren muss das Griffbrett jetzt natürlich erstmal lackiert werden. Es handelt sich ja um ein One Piece Maple Neck. Und alles weitere später. Ja, Compound Radius. One Piece Maple Neck. Ja, ja. Ich finde es sehr schön, dass, dass Jörg das so diese ganze Compound Radius Geschichte eigentlich ziemlich ausführlich erklärt. Ja. Es ist, denke ich, nicht so bekannt. Also ich meine, vielleicht für Fender Gitarrenbesitzer ist es bekannt, ich weiß nicht, also als Thema. Okay, Nick, was ist das? Ja, Compound Radius. Ich habe hier diese Grafik, die habe ich mal, weiß ich nicht, vor 20 Jahren gemacht oder so. Damals war das Thema für uns ganz neu und um das irgendwie mal ein bisschen zu verbildlichen, habe ich dann hier so diese Up-and-Down-Buttons, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, ja, doch. Da eingezeichnet, sodass man sieht, dass man im Prinzip jede Ecke von dem Griffbrett am ersten Bund rechts, links, am zweiten Bund rechts, links quasi hoch und runter ziehen kann. Das ist ja wirklich so eine ziemlich komplexe Form, die da entsteht. Dadurch, okay, da auch, dass das Griffbrett ja letztendlich auch in der Länge auch ein Relief hat, wie sagt man, Relief, einen Bogen, eine Krümmung hat. Ja, nicht nur in den Bünden. Das dachte ich, kann ich mal kurz zeigen. Ja, sehr schön. Also eigentlich so quasi 3D und auch gar nicht flach. Ne? Also man eigentlich, wenn man so ein bisschen unbedarft rangeht, irgendwie denkt man so, ah ja, so ein Griffbrett, das ist einfach nur so ein Brett. Also, wenn man raufguckt, denkt man, es ist ein Trapez, ne? Aber es ist natürlich etwas komplexer, ne? Ja, diese Radien und so weiter. Ja. Naja. Musst du wieder umschalten, glaube ich, Michael? Ich schalte mal wieder um. Ja, genau. Da bin ich wieder. Gut. Jetzt fliegen wir nach Paris. Oh la la. Digital dürfen wir das. Salut, c'est Alexandre Bouissou. Vous êtes à l'atelier d'Alexandre, alors je suis luthier à Orsay, 30 km au sud de Paris, en France donc. Et je vais vous faire visiter aujourd'hui mon petit atelier de restauration et de lutherie, en espérant que ça vous plaise. Voilà, je vais vous faire un petit tour. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà, c'est ici, l'atelier d'Alexandre, Orsay. Voilà, Santa Cruz, bien sûr. Voilà, l'intérieur de mon atelier. C'est ici que je reçois mes clients quand ils viennent me déposer des guitares. Donc vous avez mandoline basse Gibson, des guitares à réparer, Martin, ici des pick-up, là des mécaniques, des accessoires, là des produits pour travailler. Ici, vous avez mon établi où je reçois les clients avec un support pour mes outils. Là, nous avons une très jolie Strat de 1962 qui a été refrétée et pliqué, bien sûr, magnifique. Magnifique. Voilà. Là, vous avez une Favino Gypsy Guitar modèle Henri Comasias. Là, vous avez notre petite CNC. Ici, mon comptoir avec mes cordes.
pour pouvoir pliquer les instruments. Et ici, nous avons la plaque avec dedans une jolie guitare. Là, vous avez un joli Brazilian Rosewood. Et voilà, une D'Angelico prête à être pliquée. Voilà. Je vais vous emmener là-haut où je travaille. Ici, vous avez les instruments qui sont prêts. Quand ils sont prêts, on les emballe dans des housses pour pas qu'ils s'abîment et qu'ils restent propres. Ici, vous avez les guitares qu'on fabrique. Vous voyez, avec dedans, ici, le petit logo avec le chien. Et le chien, il est où le chien? Il est là, le chien. Oh, pépère. Allez, je vous emmène en haut. Ça va, mon coucou? Oh, ouais, ça va. Voilà. Là, vous avez mon ami Olivier Brossard qui fait un câblage. Il est en train de câbler une Jazzmaster. Vous voyez, c'est beau, c'est propre. Il travaille bien, ce garçon. C'est des câbles transparents. Ah ouais, c'est ça. Voilà, ici. Là, nous avons beaucoup d'instruments en cours, en attente, ou qui servent pour la plaque, pour les tests. Des réparations à faire, des réparations qui sont faites. Ici, vous avez des fabrications en cours de vernissage. Une Martin 016 New Yorker, une Telecaster, un modèle O, un autre modèle O, une Telecaster, encore un autre modèle O. Qui est prêt à être verni. Et ici, un manche en acajou magnifique. Voilà. Là, nous avons la salle des machines avec beaucoup de bazar, beaucoup de bois et de la poussière. Voilà. Là, nous avons la machine à café, très important. Là, nous avons la cabine de vernis pour les retouches vernis ou pour les vernis complets. Là, nous avons le trésor. Le trésor, eh ben, c'est le bois, avec tout le bois stocké à hygrométrie. Et ici, le vernis. Nous continuons. Je vous emmène dans la suite. Regardez ça. Interdit. Et voilà où je travaille. Toute la journée, je travaille ici. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler ici. Des Martin, des 45, des manches, des fabrications. Voilà, la polisseuse. Ici, vous avez des instruments en attente. Là, des instruments en cours de restauration, une vieille Santa Cruz, très très belle.
Ici, une Telecaster 65, Collings, une vieille Epiphone basse, Gibson, Martin, qui vient d'être refrété, superbe, Reset, refrette. Ici, une fabrication avec un magnifique palissandre de Rio. Là, nous avons une Jazz Bass 69 Custom Color qui va être refrétée et après passée dans la plaque. Encore. Voilà. Là, nous avons une magnifique Martin 3018 de 1967 qui vient d'être pliqué et qui est à finir de restaurer. Là, nous avons la Jazzmaster que l'ami Olivier est en train de monter. Ici, vous avez beaucoup de matériel. Là, nous avons une fabuleuse Strat de 1965 qui sort de la Plek Station. Magnifique. Et ici, vous avez un petit établi pour faire les préparations de colle. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Très important. Très important. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos shops à tous. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que tout va bien chez vous. À bientôt. Salut. Sehr schön. Oh, wow, das ist ein tolles Video. Ja, und tolle Werkstatt auch. Ne? Ja. Wow. Ja, der macht ja ganz viel so High-End, ne? Also der und hat wahnsinnig viel Spaß an der Arbeit. Aber nicht ja, und wenn ich dann so das Französische höre und die deutschen Untertitel dazu sehe, dann habe ich fast den Eindruck, ich verstehe Französisch. Plecke, magnifique, je frette. Ja. Der ist richtig, der ist so in seine Gitarren verliebt. Ne? Also das findet er einfach toll. Sehr schön. Also ein sehr schöner Einblick auch in seine Werkstatt. Ja. Auch er baut ja auch selber Instrumente, die sahen ja auch sehr schön aus, fand ich. Seinen Eigenbau. Ja. Super talentiert. Toll. Ja, das ist, glaube ich, insgesamt der Eindruck, ne, von den Leuten, die machen eigentlich diese ganzen High-End-Sachen und mit so einer Leidenschaft. Das finde ich echt ganz schön spannend. Ja, Leidenschaft, ja, da gehen wir wieder zurück zu Plek House, glaube ich. So, inzwischen wurde unser Griffbrett fein geschliffen, eingefärbt, lackiert und aufpoliert. Und wir können jetzt im Weiteren mit der Bondierung beginnen. Die Bünde werden eingeklickt. Mit Reißleim. Ja, inzwischen hier sind die Kapazitäten in der Maschine ausgerichtet, soweit eingestellt. Ein neuer Sattel wurde inzwischen auch schon vorgearbeitet. Das zeigen wir jetzt nicht hier, aber auch das können wir in der Maschine sehr extrem präzise machen. Der nächste Schritt ist, die Bünde jetzt abzurichten.
auf den Bildschirm gehen. Wir ziehen jetzt unsere hohe E-Seite bis dahin, wo wir unseren Abtrag haben möchten. Und können uns das jetzt nochmal genau auch entlang aller Seiten anschauen. Wir sehen also sehr schön, wir haben sehr gleichbleibende Bundhöhen, Abweichungen von maximal 2 bis 3 Hundertstel Millimetern an den Seiten. Wir sehen gleichzeitig dazu unseren Radius, den wir ja bereits beim Griffbrett abrichten auch eingestellt hatten auf 200, fortlaufend auf 260 mm zum 12. Bund, auf 287 zum letzten Bund. Und können hier sehr schön sehen, was das Abrichten des Griffbrettes ohne Bünde uns bereits gebracht hat. Wir haben jetzt also unseren wunderbaren Compound-Radius und auch unseren Fall-Away oder Fall-Off eingestellt und haben trotzdem überall auf dem Griffbrett, wo wir schauen, sehr gleichbleibende Bundhöhen, die allerhöchstens minimal abweichen. Das Instrument inzwischen fertiggestellt. Das Griffbrett wurde eingefärbt, lackiert, poliert und anschließend mit Edelstahlbünden bundiert und mit der Black abgerichtet. Der Auftrag war eine Neubundierung mit der Seitenlage Low für einen 11 auf 49er Satzseiten. So ist das Instrument bespannt. Wir haben jetzt also danach eine Seitenlage von genau einem Millimeter am 12. Bund gemessen, der hohen E-Seite und auf der tiefen E-Seite von 1,6 bis knapp 1,7. Und wenn wir jetzt Bandings machen, zum Beispiel auf der hohen E-Seite, dann haben wir trotz dieser extrem flachen Seitenlage die Möglichkeit, frei zu ziehen. Das Instrument schwingt frei aus und ist wunderbar bespielbar. Ich bin Jörg Kuhlow vom Blackhaus in Berlin. Ich hoffe, ich habe euch einigermaßen anschaulich und klar erklären können, was wir mit der Black in der Lage sind zu machen. Und ich würde mich im Weiteren freuen, wenn ich euch bei euren Gitarren in Zukunft helfen könnte. Dankeschön. Sehr schön. Hey Leute, ich muss euch nochmal, ich habe zufällig ein
Foto gefunden, als ich vorhin, könnt ihr das sehen? Und nicht, jetzt. Ist das nicht lustig? Also ich weiß nicht, wann das jetzt war, rein. sieht ja aus wie 1970, aber ich denke mal, das war eher so in den späten 90er Jahren, denke ich mal. Der Meister, ganz recht, ich glaube, Jörg hat zu der Zeit seine Meisterprüfung gerade gemacht und links der Gerd Anke, Maschinenerfinder. Und da in der Mitte, ich glaube, das könnte ich sein. Ein junger Michael, du. Ja, das ja. Dachte ich, muss ich mal teilen kurz. Sehr modisch. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, sehr gut. So, jetzt habe ich... Ich fand ja besonders toll, wenn das immer so schnell, wenn du diesen Schnellvorlauf machst. Nee, der arbeitet wirklich so schnell. Achso, das hatte ich nämlich erst gedacht. Mann, der Jörg ist aber schnell heute. Aber was ich an dem Film auch sehr, sehr, sehr schön finde, ist, dass man sieht, was alles dazugehört. Ja, also man könnte ja denken, ah ja, Black Machine, das irgendwie richtet einfach das Ding mal ab und dann fertig ist es. Aber da ist einfach ganz viel Können, also vom Gitarrenbauer und oder Gitarrenbaumeister und ganz viel Handarbeit, so ermessen, also der muss ja wirklich super den Check haben, zu wissen, was er überhaupt einstellt und so. Und das finde ich, das kommt da schon in dem Film raus. Also dass er als ein ganzer Prozess dabei ist. Und, ja. Ja. Nick, hast du noch was für uns? Ja, also der letzte Beitrag ist auch aus Deutschland. Der kommt von iMusic. Hi, ich bin der Kilian von iMusic Network und ich wurde von den Plek-Leuten gefragt, ob ich ein paar Sätze zu unserer Maschine und auch zu unserer Firma sagen kann im Rahmen des Guitar Summit Web Event. Und ich stehe hier schon neben unserer Maschine. In die Maschine eingespannt ist auch eine Kundengitarre. Das ist eine Maybach Jazz Paul in dem Fall. Der Kunde hat uns gebeten, ihm die Bünde abzurichten. Wir haben im Vorfeld ein paar Gespräche geführt, um eben ganz genau festmachen zu können, was der Kunde denn möchte, was er für einen Spielstil hat. Möchte eine hohe Saitenlage oder doch eher eine niedrige? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass er eine niedrige Saitenlage möchte, auf 10er Saiten das Ganze eingestellt. Ich habe die Gitarre schon so weit vorbereitet und eingespannt, dass man im Prinzip einfach loslegen kann. Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal, wie wir das hier machen. Bildschirm offen, das Virtual Fret Dress Fenster, bei dem man eben die Einstellungen für die einzelnen Bünde vornehmen kann, sprich wie viel im Nachhinein von der Maschine weggefräst werden soll und ob man zum Beispiel, wie ich hier eingestellt habe, einen Compound-Radius über die Bünde bekommen möchte. Ich bin mit der Einstellung soweit zufrieden, das heißt, es wird Bundmaterial abgenommen, es wird ein gutes Ergebnis geben, das sehe ich jetzt schon, aber es bleibt immer noch genug Bundmaterial stehen, damit man noch viele Jahre Freude haben kann und nicht direkt neu bundieren muss. Die Gitarre wird jetzt von mir vorbereitet, damit die Maschine problemlos arbeiten kann. Das heißt, ich lockere die Saiten, werde sie hinter dem Hals festmachen, damit hier eben dieser Fräser nicht zufällig in die Saiten greift und einen Schaden anrichtet, sowohl bei der Maschine als natürlich auch bei der Gitarre. Und dann geht's los und das zeigen wir euch dann auch. Thank you.
Die Maschine hat wieder einen Messvorgang gemacht und hat mir jetzt gesagt, dass sie mit der erreichten Qualität zufrieden ist und dass wir hier ein gutes Ergebnis vorliegen haben. Ich werde jetzt nur noch die Seitenlage einstellen und dann ist es ein perfekt bespielbares Instrument. Cool. Super, super. Auch ein der schönes Killian Video, ja. iMusic Network, ne? Also. Ja, Maybach-Gitarren. Sehen auch sehr schön aus. Ja, das ist ja ihre eigene Hausmarke. Ja. Ne? Ja. Ah, okay. Okay. Und interessant, was die für so ein Feeling haben. Wir haben so eindeutig so ein Jazz, Gypsy Jazz Plaque-Maschine. Schönen ja, Ton. Richtig schönen Ton. Warum am Schluss die Musik wechselt. Ja. Ja, ja. Ja. Aber der ist quasi neue Generation der Plexperten, der Plex, ne, Experten. Plexpert, ja. Ja, yeah, yeah, sehr schön. Ja, das wäre. Ich glaube, das war's, ne? Also für heute von uns jetzt auf Guitar Summit. Abklatschen. Ja, so. Moment. Bang, well done. Yeah. Ich muss mal ganz rüber zu Nick. Au. Okay. Das ja üben wir noch, ne? Das üben wir noch. Ja, so. Ja, wir hoffen, dass es, dass wir euch ein bisschen Einblick gegeben haben in diese Plaque-Welt, also die unsere deutschsprachigen Plaque-Experten und Plaque-Reparaturläden und Französisch natürlich auch. Und ja, wir haben ja auch noch einen englischen Termin noch in der Mache, also für Gitarre. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr vielleicht nochmal wieder reinschaltet beim nächsten Mal. Das war für uns das erste Mal, dass wir so einen digitalen Workshop gemacht haben. Mal gucken, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Prost. Cheers.